Hallo, ihr lieben bei YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme vom Airport Simulator. Wir machen das tut. Na, okay. Ist auch mal Schluss irgendwann, ne? Irgendwann ist auch gut. Tierbeutel sagt auch guten Abend, ihr Lieben. Wir gehen hier rein. Hallo, Bernd. Ach nee, das passt ja gar nicht. Na, Bernd, grüß dich, mein lieber Dean. Spielen. Und nächstes Mal machen wir den Kampagne. Oh, Anzeigenhauptmeister ist in den Chat beigetreten. Sehr schön. Genau. Hallo YouTube, ihr Lieben, mit Handherz. Das ist ja das neue Handherz, ne? Achso. Hallo? Achso. Oh, Gott sei Dank ist es mal hell. Wie spät ist das hier? Oh, es wird wieder dunkel. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich will auch mal und so. Junge, was ist ein Flughafen? Was haben wir denn? Mal kurz hier so drehen. Was haben wir denn hier? Landung. Parken am Standplatz Nummer 5. Sichere Bereich um das Flugzeug herum. Okay. Abflüge. Warte auf Servicebeginn um 20:31. GPU verbinden. Stehen hier auch die. Ja gut, da können wir ja auf dem Tablet gucken, ne? Karte ist der hier. Sehr gut. Die GPU verbinden, dann suchen wir uns hier mal die GPU. Oh, da sind Helis. Ah, ich würde auch so gerne mal fliegen, ne? Lalalalalala. Was ist das hier eigentlich? Ist das auch eine GPU? Nee. Das scheint ja was. Doch. Aber keine Ahnung, ich nehme die andere lieber. Aber da komme ich nicht ran. Müssen wir die andere erstmal rausziehen? Achso, die können wir ja auch mal so rausziehen. So. Oh, was anderes, ne? Ein bisschen Abwechslung reinbringen hier im Spiel. Achso, ich wollte ja alles kaputt machen heute. Ne, ich wollte heute mal vernünftig fahren, ne? Lösen. Den nehmen wir jetzt aber von hinten. So. Fahren wir mal vernünftig. Lieber, hast du denn jetzt schon ein paar Sachen rüberbringen können? Dass du den Tag erzählt hattest. Ah ja, aber der Großteil kommt erst noch. Ja klar, so am Anfang erst so ein paar Dinger, ne? Das ist
Sieht man ja immer wieder, ne? Viele Leute, die ziehen ihn um und dann machen sie immer alles erst zum Schluss. Wenn man doch eh schon mal hinfährt, dann kann man doch einfach schon mal ein paar Kleinigkeiten mitnehmen, ne? So. Aber werde jetzt jede Fahrt was mitnehmen und irgendwann ist die Butze leer. So. Wochenende wollte ich wieder hochballern, ist ja wieder langes Wochenende dann. Genau. Ach ja, ist ja auch. Stimmt ja. Fordere das Gepäck an, indem du die Förderbänder einschaltest. Hä? Fordere das Gepäck an? Also ich muss auf jeden Fall Gepäck reinpacken holen. Aber was? Fordere Gepäck an. Grüß dich, Leo. Guten Abend. Fordere das Gepäck an. Ist es hier? Ist es hier? Warte, wir gucken kurz. Achso, muss ich ja hier rein. Da vorne ist es. Hoppala. Nee, hier sind nicht die Rutschen. Junge, alles geht kaputt. Junge, was gesagt? Oh. Hä? Wo ist denn das? Wir gucken kurz mal so. Ah, da hinten. Wahrscheinlich. No smoking. Wollen wir mal sehen. Wie geht es dir und Milan? Ja. Also mir geht es soweit ganz gut. Milan eigentlich auch. Heute haben wir einen etwas größeren Anfall gehabt in der Schule. Immer, also ja nicht immer, aber sehr oft montags. Aber dafür war heute keine Krankengymnastik. Und nächste Woche dann logischerweise auch nicht. Oh. Zack. Kein Flughafen betreten, wo ein Phantom arbeitet? Hier läuft hier keiner rum. Warte. Ich mach das lieber mal so. Kriege ich denn jetzt das scheiß Gepäck her? Ach, da oben. Nee. Hier nicht. Fordere das Gepäck an, indem du die Förderbänder einschaltest. Ah, warte mal. Warte. Warte. Hier gibt's keine Rutschen. Aha. So nämlich, ja? Hat im Krankenhaus einen Migräneanfall bekommen, passt ja wie die Faust aufs Auge durch mein Notfallmedikament, ist jetzt erträglicher. Was nimmst du denn dabei bei Migräne, mein Lieber?
Nice guy. Wo ist er? Einen wunderschönen zusammen, ey. Nice guy. Grüß dich, mein Lieber. Nice, dass du da bist. So. Wo war die Wupe? Auf B, ne? Oder war ja die Wupe? Tja. Weiß nicht so. Ich hatte zwar schon mal krass Kopfschmerzen, also richtig heftig, aber ob es jetzt eine Migräne war, würde ich jetzt nicht sagen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, passt soweit du selbst auch. Alles bestens. Tipptopp. Bin auf dem Flughafen, kann Unflug machen. Oh, es war doch da hinten. Mann. Ah, okay. Okay. Wie macht es sich so als Rollfeldralle? Oh ja, doch, ganz gut eigentlich. Ich habe Donnerstag das Tutorial gespielt, Nice Guy. 3 Stunden lang geht das Tutorial. Hat ihm aber auch gereicht, ne? Aua! Oh, 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 oh. Das hat keiner gesehen. Na hoppala. War dort, um einen Infusion zu bekommen, denn das ja. Aber du warst dann schon mal für den Notfall auch vor Ort, ne? Kann man auch so sehen. Der macht sich furchtbar. Das stimmt doch gar nicht. Ich mach mich hervorragend. Das Tutorial war schon wirklich kranker Scheiß auf jeden Fall. Und ich habe auch das Gefühl, dass einfach auf gar keinen Fall alles erklärt wurde im Tutorial. Und ich wollte es erst überspringen, das Tutorial. Ich bin so froh, dass ich es nicht gemacht habe, ne? Also das wäre definitiv nichts geworden. Also für YouTube, ne? An dieser Stelle, wenn ihr dieses Spiel kauft, spielt definitiv das Tutorial. Oder guckt es euch gerne bei mir an. Warum denn so viel? Warte mal. Wir brauchen doch nur 17. Da sind bestimmt Waffen drin. Dann dreh das mal andersrum. Ach, ist doch egal. Da. Jo, ein Notfallpen gespart, siehst du? Koffer ist das nicht. Der müssten da Katanas drin sein. Zap, zap. Es macht schon Spaß. Aber es ist jetzt auch kein Spiel, was du, keine Ahnung, 100 Folgen machen kannst. Für toll, jetzt ist mir. Nee, jetzt ist mir Dean seine Tasche rausgefallen. Scheiße. Es ist kein Spiel, wo du 100 Folgen von machst, ne? Wurfstern, Dolche, Messer, ja, aber mehr auch nicht. Ach so. Traurig. Traurig, traurig, Ben. Morgen muss ich nicht arbeiten. Wir machen einen Ausflug. Darf mein Kollegen einen auf die Mütze geben? Sehr geil. Schimmel, mein lieber Dankeschön, dass ich hiermit nicht fahren darf. Achso, Schimmel, Dankeschön für dein Lurk. Wohin macht er denn einen schönen Ausflug?
Sag Bescheid, ich kann euch gerne fliegen, gar kein Problem. Not a problem for me. Ja gut, verstecken kann man sich schon leider, das stimmt. Ach, ein Selbstverteidigungskurs. Ah. So, Gepäck vordere Ladebums 9. Das spielt aber auch kein Lachswachs, ne? Ist ja vollkommen egal, ne? Ah. Wölfschutz aufsetzen. Wir machen erstmal 3. Lass mich da rein. Zack. 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 Ganz ohne Ton. Beinahe, wo er jetzt den schwarzen Koffer hingeworfen hat. Deshalb ist er schon drin. Oh. Hä? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Am besten den, den du nicht magst. Oh, genau, immer der, der das Klopapier geht, ne? Wenn es dann immer der gleiche ist. Und den kriegt jeder auch mit. Ich würde auch gerne mal was anderes machen. Letztes Mal haben wir ja auch das gemacht, ne? Hau jeden auf die Mütze. Ihr trifft doch eh nicht die falschen bestimmt. Nein, sagen wir mal. Aber nicht sagen, der Streamer hat das gesagt, ne? Ja, aber der Streamer hat gesagt. Was? Mach das auf! Das hätten sich. Das hätte man können, ne? Ich schmeiß die mal nach hinten. Warum geht denn die scheiß Tür ewig zu? Oh. Moment. Ah, steht ein bisschen schief auch, ne? Aber passt.
Warte mal, das passt doch gar nicht. Es fehlt doch noch Gepäck. Es fehlen doch noch zwei Koffers. Ach, die sind runtergefallen bei der Fahrt. Hoppala. Oh, hier dienen seine Tasche und Teebeutel seine Tasche. Beide runtergefallen. Was hat denn da gemacht? So. Ey Mann, sei vorsichtig damit. Ist da Glas drin? Oh, die auch, bitte. Sorry. War eine blöde Korbenlage. Ein Kletterausflug. Eieiei. Zerbrechliches Zeug, den Junge. Ja, auch mal die Bombe zu Hause lassen. Wegschieben. Teures Lego. Das gute, teure Lego. Der Bausatz kostet ein bisschen was, ne? Machst du den aus? Schließe die Frachttür. Achso, hier vorne noch, ne? Passagiere in das Flugzeug laden. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall die Treppe dran schieben dann. Oder haben wir einen Treppenwagen? Ich guck mal da vorne. Da vorne müssten die Leute denn sein, ne? Also da zeigt er zumindest was an. Hier sind wir jetzt quasi. Kommen die Leute auch mit dem Fließband? Das hat man ja jetzt noch gar nicht gemacht, ne? Aber hier steht auch kein Shuttlebus, ne? Ne, da oben ist aber auf jeden Fall der Wagen. Wir holen uns den Treppenwagen nach oben. Kein Shuttlebus. Kann sein, dass die Passagiere denn dann kommen. Der hier muss auch noch gemacht werden.